Herzlich willkommen heute nicht in Wuppertal, sondern in Koblenz. Ich bin hier in Koblenz Nord. Heute findet eine Veranstaltung statt, die heißt Tal zu Tal. Die beginnt genau da vorne an dem Polizeiauto. Ab dort ist nämlich die B9 gesperrt und da kann man jetzt schön am Rheintal, das Rheintal erleben. Auf beiden Rheinseiten gibt es Programm und jetzt ist an diesem heutigen Tag, an diesem Sonntag, einfach hier mal autofrei. Und zwar von 10 bis 18 Uhr ist die Sperrung und Programm ist von 11 bis 17 Uhr. Ich bin gespannt, was mich heute hier erwartet und ich würde sagen, dann fahren wir einfach mal los. Und los geht's. Zunächst auf der linken Rheinseite rheinaufwärts. Die ersten Kilometer führen nicht direkt am Rhein entlang, sodass die Strecke etwas Steigung und etwas Gefälle aufweist. Außerdem ist in diesem Bereich auch der Kraftverkehr zugelassen, was nicht immer ganz unproblematisch ist. Meistens geht es allerdings ganz gut. Ab dem Jakobsberg ist die Strecke dann bis Bingen dem Radverkehr vorbehalten, was sichtlich gut ankommt. Neben den normalen Fahrrädern sind auch eine ganze Menge Pedelecs zu sehen. Und auch die Jungs auf ihrem Fünfer-Tandem hier hatten großen Spaß auf der Strecke. In Bingen angekommen, nehme ich die Fähre, um auf die andere Rheinseite zu wechseln. Rheinabwärts wird die Tour dann doch noch etwas anspruchsvoller. Es herrscht nämlich ganz guter Gegenwind. Auf dieser wie auf der anderen Rheinseite gilt, Ortsdurchfahrten und Strecken unmittelbar neben dem Fluss wechseln sich ab. In den Orten sorgen Gastronomen, Vereine und Anwohner für ein abwechslungsreiches Programm. Ich passiere Lahnstein kurz vor Ende der Sperrung. In wenigen Minuten wird hier wieder der Kraftverkehr dominieren. Ich bin wieder zurück in Koblenz angekommen. Es war ein toller Tag. Das war Tal Total in diesem Jahr. Wahrscheinlich nicht mein letztes Tal Total. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.